darf Sie sehr herzlich in der Staatsoper unter den Linden begrüßen und freue mich, dass Sie alle hier sind. Heute geht es auch um ein Thema, was der Staatsoper unter den Linden auch mir persönlich wirklich unglaublich wichtig ist. Das ist einfach die Jugendarbeit, den Kontakt auch zur Stadt, zu den Jugendlichen, zu den Ausbildungsinstitutionen. Ich freue mich da sehr, dass wir jetzt auch eine Kooperation da mit ALBA beginnen konnten. Dafür wird noch viel die Rede sein, weil eben auch Sport und Musik und die Verbindung da so wichtig ist. Und dieses Thema wollen wir eben auch genereller heute etwas diskutieren. Und darauf freue ich mich wirklich sehr. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind, dass Sie alle gesund sind in diesen Zeiten und dass wir dieses tolle Projekt vorstellen können. Zwei große Player, ALBA Berlin und die Staatsoper unter den Linden, haben sich zusammengeschlossen, um Kinder stark zu machen für die Zukunft, um sie besser durch die Pandemie zu bringen, um ihnen das richtige Handwerkszeug an die Hand zu geben, dass sie durch diese Pandemie durchkommen und sich zu offenen, empathischen Wesen entwickeln, die wir gerade in unserer Demokratie äußerst dringend brauchen, auch nach der Pandemie. Sport und Musik, denkt man, naja, da könnte ein Graben dazwischen liegen, aber die liegen eigentlich gar nicht so weit auseinander. Fast jedes große Orchester dieser Stadt, die Staatskapelle auch, hat eine eigene Fußballmannschaft. Es gibt die legendären Orchestermeisterschaften, die auch schon im Berliner Olympiastadion ausgetragen worden sind. Und Sir Simon Rattle hat mal gesagt, eigentlich nehmen die sich nichts, Spitzensportler und Spitzenmusiker. Es gehört genau das Gleiche dazu. Es gehört unglaublich viel Fleiß dazu. Es gehört unglaublich viel Disziplin dazu. Es wird einem nichts geschenkt. Man kann sich das nicht kaufen. Und umso stolzer ist man dann, wenn man sein Ziel erreicht und einen Sieg einfährt oder ein tolles Konzert spielt. Eigentlich unterscheiden die sich nicht groß, Henning Harnisch, oder? Orchestermusiker und Spitzensportler. Das sollen definitiv Vorbilder sein. Aber ich frage mich halt immer, wie man das so von unten bauen kann, dass alles möglich ist, dass ein paar richtig, die diesen Weg gehen können. Aber dass ein paar das einfach kennenlernen und dass das Leben lang machen und dass das sinnstiftend ist und die Identität ein Stück weit vorantreibt. Seit Jahren frage ich Schulleiterinnen in der Grundschule, ob wir nicht mal ein Projekt machen können wollen, wo Sportlehrerinnen und Musiklehrerinnen und wir miteinander arbeiten zum Thema Rhythmus. Spielsport ist Rhythmus, Musik ist Rhythmus. Super simpel, könnten wir ganz schnell darüber nachdenken, was man da machen kann. Ich habe es noch nie geschafft, dass das realisiert worden ist. Alle nicken immer, sagen, ja, müssten wir mal machen, aber es passiert nicht. Jetzt habe ich die Frage nicht beantwortet, das tut mir natürlich leid, aber das ist so die Welt, wo ich mich aufhalte und wo ich sehe, wo wir, da mache ich uns mal groß, wir Sport- und Kulturleuchttürme, einen guten Beitrag leisten können, dass die Dinge ein bisschen wahrscheinlicher werden. Gerade in Gegenden der Stadt, wo Kinder nicht so privilegiert aufwachsen, dass man das nicht nur immer negativ thematisiert, sondern sagt, lass uns doch da mal richtig reingehen und was herstellen. Das sind wache, fitte Kinder wie überall. Man muss halt nur was tun. Wie an der Gutzmann-Schule im Wedding. Die Albert-Gutzmann-Schule ist eine Brennpunktschule, darf man das sagen? Kann ich das sagen? Auf jeden Fall sind mehr als 90% der Kinder, soweit ich das weiß, haben Deutsch nicht als ihre Muttersprache gelernt. Mehr als 98% der Familien beziehen Transferleistungen oder sind asylsuchend. Das sind Kinder, die jetzt nicht unbedingt in einen Sportverein außerhalb gehen, um vielleicht eine Sportart zu testen. Also hat ALBA gesagt, wenn die Kinder nicht zum Sport kommen, kommt der Sport zu den Kindern. Sie haben diesen Ganztags-Hortbereich jetzt seit 2 Jahren, betreuen sie, finanzieren ihn mit 30 Erzieherinnen, glaube ich, 33 Mitarbeiter insgesamt, davon 27 Erzieherinnen und Erzieher. Und jetzt gibt es die Partnerschaft mit der Staatsoper unter den Linden und mit dem Kinderopernhaus für Kinder ab der 3. Klasse. Immer Montag gibt es eine Musiktheater-AG. Also sie bringen die Kinder nicht nur mit Sport im Hort in Bewegung, sondern auch mit Musiktheater seit diesem Schuljahr immer montags. Und ich finde es ein großartiges Projekt und ich freue mich total, dass das zustande gekommen ist und hoffe, dass noch sehr viel mehr davon in der Stadt kommen wird. Also dass noch viel mehr sozusagen mit ins Boot springen und sowas organisieren.
Henning Harnisch, Sie haben selbst zwei Töchter. Mussten die auch ein Instrument lernen ohne Sportart? Mit meinen Töchtern. Also die sind 18 und 22. Die machen das freiwillig. Ja, die haben ihr eigenes Leben und machen die eigenen Sachen. Ich finde es halt grundsätzlich ist das jetzt die letzten Jahre, wir arbeiten ja sehr viel mit Schulen, was ja auch Thema ist. Und da war die Frage halt wichtig, was macht man jetzt, wo halt so der normale Vereinsbetrieb oder auch der Schulsport so nicht stattfinden kann. Und da hatten wir halt die Idee mit dem digitalen Sportprogramm, zumindest einen Gegenakzent zu setzen, dass man nicht einfach aufgibt, sondern sagt, okay, man kann trotzdem was machen. Und da kam deutschlandweit sehr viel Liebe zurück, weil ich glaube, wir hatten zum richtigen Zeitpunkt, nämlich an dem Tag, als hier die Schulen zugemacht hatten, hatten wir das da. Und das haben die Leute sehr, sehr gerne aufgegriffen. Und da arbeiten wir jetzt aber weiter dran. Wir haben die sogenannte Albathek fertig. Das ist ein digitaler Lernort, der halt gerade für Lehrerinnen und Erzieherinnen da ist. Weil wir schon glauben, gerade im Sport kann man gut Sachen mischen. Also es geht nichts über das analoge Sporttreiben. Aber Vermittlungsideen klappen auch sehr gut digital. Vor allen Dingen kann man so auch was mit Kindern aus Rosenheim oder aus China machen. Ich muss ja gestehen, ich lerne zarten Alter von über 50 zum ersten Mal ein Instrument, seit anderthalb Jahren Klavier. Ich bin bloody Beginner, ich musste alles von vorne lernen und kann jetzt zumindest rudimentär Freude schöner Götterfunken spielen. Aber ich habe gemerkt, Musik hat total viel mit Mathe zu tun. Ja, das ist absolut richtig. Also man muss ja, wenn man in der Musik lernt, muss man sowohl in dem Takt, in dem man sich gerade bewegt, den muss man verstehen und man muss aber gleichzeitig vorausdenken. Man muss aber auch die Struktur des Stückes verstehen. Wenn man das Stück dann auch noch auswendig lernt, dann muss man sozusagen ja zu dem Verständnis, ich sag mal über Harmonien und sowas hilft beim Auswendiglernen, dann aber auch das Zuhören hilft, dann aber auch die reine Mechanik. Das heißt, man muss mit gewissen Sachen, mit denen man gut sein will, muss man sich einfach einige Stunden beschäftigen. Diese mathematisch, also das logische Denken fördert die Musik auf jeden Fall, aber eben auch die Ausdauer. Und dann auch, man muss ja auch dann, wenn man sozusagen Kammermusik macht, mit anderen spielt, im Orchester spielt, im Kinderopernhaus sich bewegt, muss man auch die Empathie für den anderen haben. Ja? Man muss sozusagen aufeinander hören, man muss genau das aufnehmen, den Impuls, den man vom anderen kriegt und dann in der richtigen Weise fortsetzen. Dann gibt es aber auch Diskussionen, wie man etwas löst, wie man eine konkrete Situation löst. Das Gleiche gilt ja genauso für den Sport, ist einfach sozusagen für die ganze Entwicklung wahnsinnig wichtig. Und deswegen verstehe ich auch immer dieses Wort Softkills nicht so richtig, weil Softkills ist als Wort schon irgendwie komisch. Ja, ich bin der Letzte, der sagt, es ist nicht Mathe genauso wichtig in Deutsch. Und das sage ich auch allen meinen Kindern. Aber man darf das andere halt nicht noch weniger wichtig nehmen. Und da können wir halt als Institutionen wie Alba Berlin und wir können da nur die Impulse setzen, aber wir können halt Dinge, die in den Schulen stattfinden sollten, niemals ersetzen. Das schaffen wir nicht. Da würden wir auch völlig überfordert werden. Ja? Aber wir können Impulse geben und wie die aussehen und wie die richtig sind, müssen wir uns einfach gemeinsam Gedanken machen. Ja? Haben Sie je nachgezählt, wie viele Stunden Sie investiert haben in Ihr Basketballtraining? Nee, habe ich nicht, aber das waren wahrscheinlich sehr, sehr viele. Aber der Kern davon ist, übrigens, der Kern unserer Partnerschaft ist, glaube ich, das gerade, was gerade gesagt worden ist. Ich höre zu und ich will zuhören. Ich finde das total interessant und ich merke, dass da viele Parallelen sind. Und die Frage ist, ob man nicht miteinander das nutzbarer machen kann und sich noch mehr vernetzt. Wir sind ja auch schon länger im Austausch mit dem Deutschen Theater, mit den staatlichen Museen und anderen auch. Dann müssen Sie jetzt mal kurz erklären, über was Pisa und Palermo sind, jenseits von Städten in Italien. Es gibt ja die Pisa-Studie und ich bin immer fälschlicherweise davon ausgegangen, dass sich das auf die Stadt Pisa bezieht. Und dann fand ich das aber logisch, weil Pisa ist Norditalien, logisch, rational. Und dann dachte ich, das, was wir machen oder auch was die Kunst macht, Musik macht, das ist eigentlich Palermo, das ist Süditalien, das ist freudvoll, das ist sinnlich, das ist lustig, das ist chaotisch. Das hat was mit Essen und Trinken zu tun. Und dann dachte ich, man müsste eigentlich als Gegenpol eine Idee entwickeln, die halt sagt, Palermo sind wir und wir machen das stark, wo wir alle Ahnung von haben, dass das stark ist und machen es halt miteinander stärker. Und warum nicht in der Stadt hier? Die traditionell immer schon eine Spielerstadt ist. Das war immer ein bisschen verrückt, chaotisch. Es wird weniger leider, aber es ist immer noch da.
Und es gibt eine Menge Orte, wo man das anders einpflanzen kann, dass halt mehr Kinder Spieler werden, Spieler und Spielerinnen, dass sie mit sehr viel Spaß aufwachsen. Und warum wir das nicht in den Mittelpunkt von unserer Bildung setzen, gerade wenn wir über Ganztagsschule reden, wo Kinder bis 16 Uhr an den Schulen sind, das erschließt sich mir eigentlich nicht. Frau Busse, wie war das denn an Ihrer Schule? Welchen Stellenwert haben Musik und Sport da? Ja, einen großen, weil wir eine Ganztagsschule, eine echte, mit einem rhythmisierten Tag waren. Also wir haben auch im Stundenplanbau schon darauf geachtet, dass jetzt nicht also Mathe, Deutsch und Englisch und nochmal Navi, sondern dass sich da ein Rhythmus ergibt zwischen Anspannung und Entspannung, also nach Mathe Musik oder umgekehrt. Und wir hatten ja auch haben einen großen Freizeitbereich. Und da kam besonders Sport und alles Musische zum Tragen. Und die Kinder, das Perfide ist ja, die Natur verteilt ja die Intelligenz nicht nur im Südwesten Berlins oder so. Nein, putzig, auch in Neukölln oder im Wetting gibt es dann die Kinder mit hohen Begabungen und Talenten. Bloß man muss sie fördern, wenn im Elternhaus nicht die Unterstützung da ist. Und deswegen besonders oder eigentlich nur gebundene Ganztagsschulen können dieses Programm umsetzen. Und ich wundere mich, dass Sie keine Schule gefunden haben, Musik und Rhythmus. Also hier ist die Bildungsstadträtin von Neukölln, Frau Korte. Können Sie sich das vorstellen? Unmöglich. Wir finden eine Menge tolle Schulen. Wir arbeiten mit Sport und Musik. Das haben wir nicht geschafft. Wir schaffen super viele Sachen. Wie viele Schulen haben Sie mittlerweile mit Alba? Rund 100. Also die haben wir nicht, sondern... Ja, aber mit denen Sie zusammenarbeiten. Also ich denke, dieses Projekt lässt sich umsetzen. Ich sehe gerade auch einen Schulleiter, der nickt schon. Ne, Stefan? Also ganz bestimmt. Ja, wir kennen uns. Also deswegen habe ich mich gewundert. Also wir haben das immer sehr unterstützt und die Kinder haben begeistert gesungen und getanzt und auch Sport gemacht und gespielt. Und da habe ich auch immer gestaunt, welche Talente da schlummern. Und dann, man darf nicht vergessen, auch im ganzen musischen Bereich, wenn man vielleicht nicht so gut in Mathematik ist, hat man ein Talent eben in Kunst oder Musik oder auch im Sport und kann dann auch endlich mal auch eine der Besten sein oder einer. Das darf man ja nicht vergessen. Man muss ja auch immer mal die Motivation und das Lob bekommen. Und da gibt es dann eine gute Mischung. Frau Winderlich, was geben Sie denn den jungen Leuten, die Sie ausbilden, also die Lehrer von morgen quasi mit auf den Weg in diesen Fächern? Erstmal ist ja die Ausbildung, das Studium sehr wichtig und da ist uns sehr wichtig, dass die Studierenden selbst umfängliche künstlerische Erfahrungen sammeln können, ne? Sowohl im Musikstudium wie auch im Bildende Kunststudium, wie auch im Theaterstudium, auch im Tanzstudium und das ist schon auch im Lehramtsstudium erschwert, ne? Also gerade was die künstlerischen Fächer anbelangt, also für die Grundschule kann ich einfach nur sagen, da sind drei Fächer, also Mathe, Deutsch verpflichtend. Und wenn man dann die Begabung und Eignung hat, kann man noch Kunst oder Musik studieren. Und das ist für ein Studium, also für ein Kunstlehrerstudium, für ein Musiklehrerstudium eigentlich nicht praktikabel. Also sprich kann und nicht muss. Also es ist ein Kannfach. Ja, das ist einfach ein anderes Studium. Also es ist ein erfahrungsbezogenes Studium, also was ich mir nicht abholen kann in einzelnen Modulen, sondern ich muss mich selber ausprobieren, ich muss mich selber entwickeln, auch künstlerisch entwickeln. Und wenn ich das nicht habe, dann kann ich das auch nicht mit in die Schule nehmen. Ne? Im Studium kooperieren die Studierenden bereits also mit Schulen. Ne? Also aus meiner Perspektive gehören die künstlerischen Fächer, aber auch solche Projekte wie dieses hier in den Kern von Schulkultur. Ne? Also auch wenn es ganz toll ist, dass es also im Hort stattfinden kann, also es hat die Bedeutung und es muss in den Kern von Schulkultur. Und dafür ist sicherlich wichtig, dass auch Zeitfenster und Räume geschaffen werden, weil so ein Projekt kann man nicht machen in einer Musikstunde, gekoppelt mit einer Sportstunde, das geht nicht. Genau, Frau Busse, ich wollte Sie gerade fragen dazu. Ja, also wenn man das möchte, geht das. Und wir sind auch sehr frei, die Rahmenpläne sind ja zwar festgelegt, aber jede Schule kann einen Großteil davon speziell für sich festlegen. Wenn ich also den musischen Bereich besonders hervorheben möchte, kann ich das machen. Ich kann Projektwochen, ich kann Projekttage machen und dieses Unterricht und Hort, das muss es eigentlich, in einem gebundenen Ganztag gibt es ja gar nicht, dieses Hort und so, sondern das
geht über den ganzen Tag, auch mit völlig freien Zeiten, wo man so auch Angebote anbieten kann, wo ich jetzt nicht jede Woche hin muss, sondern wenn ich jetzt mal tanzen möchte, dann gehe ich in den Tanzraum heute. Und den nächsten Tag mache ich eben japanische Tuschzeichnung. Wenn man will, kann man in Berlin ganz, ganz viel eigene Entscheidungen als Schule treffen. Es gibt bestimmt ganz viele Schulen auch, die das so machen. Wir brauchen immer noch viel mehr. Wir brauchen das flächendeckend. Das glaube ich Ihnen, weil Sie wissen, da gehören ja immer die Menschen dazu. Und da, also man kann niemanden dazu zwingen und so sagen, du Schule X machst jetzt dieses Projekt oder so. Wenn man das nicht aus dem Herzen heraus machen möchte, geht das nicht. Aber Überzeugungsarbeit ist dann natürlich gefragt. Und auch die jungen Lehrkräfte ranzuführen. Ich kann jetzt sagen, durch die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, die wir haben, sind ganz viele Künstlerinnen und Künstler in die Schulen gekommen. Und davon profitieren die Schulen auch sehr. Die Frage ist jetzt, wo schafft man es, dass die Leute miteinander an den Bildungsorten mit den Sportvereinen es schaffen, an einer ganzheitlichen sportlichen Idee zu bauen? Dass alle Kinder ordentlich ab dem Kita-Alter in den Sport reinwachsen können, man die Übergänge thematisiert, aus der Kita in die Grundschule, aus der Grundschule in die weiterführende Schule, dass alle Sportlehrerinnen, Erzieherinnen miteinander arbeiten und dass die Übergänge Richtung Sportverein ebenso Thema sind. Das gibt es leider so gut wie nicht. Und das ist ein Problem, weil man total viele Kinder verliert auf der Reise. Ich glaube Ihnen das sofort, dass Ihre Schule aufgeladen ist mit tollen Ideen in Kunst, Musik und Sport. Aber die Übergänge, wie ich, so ein Profiteur des Sports, westdeutsche Biografie, bei uns gab es Sportlehrer, die haben alle Rollen eingenommen, die wussten alles. Die wussten über andere Schulen und die wussten vor allen Dingen auch, wie man in den Sportvereinen kommt. Also es gab eine Basketball-AG an der Schule und der Lehrer da war gleichzeitig der, der auch der Trainer war in dem Verein. Dieser Typus Sportlehrer und Sportlehrerin ist ausgestorben, den gibt es eigentlich nicht mehr und das hat natürlich gravierende Folgen. Und auf der anderen Seite, welcher Sportverein kann so eine anspruchsvolle Rolle einnehmen, an so einer ganzheitlichen Idee zu arbeiten, von unten her den Sport zu bauen, also teilzuwerden von der Bildungsinstitution. Das sind ja meist Leute, die überhaupt nicht Zeit haben, vor 16 Uhr eine Rolle zu spielen. Und das alles ist, glaube ich, eine Möglichkeit jetzt, durch so ein Miteinander mit so einem tollen Umfeld und den Leuten hier daran zu arbeiten, dass man das herstellt. Und ich glaube, die Leuchttürme mit ihrer Arbeitsweise und ihrer Aura können da gerade in den schwierigen Gegenden eine überragende Rolle spielen. Nicht alleine, sondern immer mit den lokalen Akteuren. Und ich glaube, das sollten wir uns auf die Fahne schreiben. Dann werden sehr, sehr gute Sachen passieren. Wie ist denn der Stand der Dinge? Wir sehen immer mehr Zeitungsartikel, junge Leute haben sehr gelitten, 70% Depression, Essstörungen, Angststörungen, die in der Pandemie durch die Lockdowns, auch wenn es andere Meinungen gibt, entstanden sind. Wie ist Ihre Erfahrung? Wie geht es den Kindern an Ihrer Schule? Ja, die Kinder, sage ich, waren immer die tapfersten in dieser Pandemie. Ich muss schon sagen, also gejammert haben mehr die Erwachsenen. Die Kinder waren unglaublich tapfer und auch die Zweitklässler denken ja, die Maske gehört so dazu wie die Federtasche. Und gerade eben die schönen Angebote, wir dürfen nicht vergessen, sogar die Spielplätze waren gesperrt. Und natürlich hinterlässt das Schäden auf der Seele. Aber wie gesagt, nochmal, die Kinder sind sehr tapfer und die Kolleginnen und Kollegen haben wirklich alles probiert, auch im Freizeitbereich, da einen schönen Ausgleich zu schaffen. Und das ist auch vielen so gelungen. Die Frage ist ja andersrum, wie schaffen wir es, dass wir beispielsweise in der Gropiusstadt mit so einer Idee da in die Elternhäuser kommen, dass man da miteinander was herstellt, ne? Dass die Schulen und die Leute, die dort arbeiten, wir mit denen daran arbeiten, dass so Fitnessidee so in die Haushalte kommen. Ich glaube, das ist extrem schwierig, aber ich glaube, in der Richtung wollen und müssen wir denken. Also man kann sich ja digital total toll austauschen. Also ich will mal dazu noch sagen, dass ich, das will ich auch nochmal betonen und das sieht man eben auch an der Gutzmann-Schule ganz besonders von der ersten Sekunde an. Wir sind zwar Spitzeninstitutionen, wollen das auch sein, stehen auch dazu, aber
wir wollen ja kein selbstfütterndes System sein, kein Elfenbeinturm, sondern es braucht diesen extremen Kontakt. Und mir ist auch wichtig, dass sozusagen also gesehen wird, die in der Staatsoper oder die von Albert vielleicht, die verstehen ja gar nicht, was da draußen so richtig los ist. Ich glaube, also auch durch diese Projekte sehen wir das, glaube ich, wirklich, auch durch viele andere Dinge. Und bei der Gustav-Mann Schule überall gibt es ja auch bei diesem Projekt zum Beispiel diese sozialpädagogische Betreuung. Und das ist halt dann schon entscheidend, dass man dann auch die Kinder wirklich begleitet, wirklich auch abholt. Da wird auch mal ein Fahrdienst organisiert. Dann wird auch mit den Eltern gesprochen, auch erklärt, wie wichtig das ist, dass man da nicht bei Proben einfach fehlen kann, sondern dass man da dranbleiben muss und so etwas. Und dass da, wenn man halt gerade Kinder abholt, wie Sie vorhin gesagt haben, die nicht so die Unterstützung von zu Hause haben, dass man damit umgeht. Und das ist schon auch toll dann zu sehen, wenn die dann mal einige Wochen da dabei sein, was sich da entwickelt. Und bei vielen Fällen, wo man vorher gedachte, das ist ja der blanke Wahnsinn, so, was sich da getan hat in so kurzer Zeit. Und das dann auch im Team zu machen, wie es beim Sport ist. Also ich sage das beim Kinderorchester, um da auch nochmal das so plastisch zu machen. Wenn du einen Einzelunterricht hast in der Musikschule, dann friemelst du oft so an einer Zeile ewig rum. Und dort spielen die plötzlich mehrere Seiten Musik und spüren es gar nicht. Ist vielleicht auch so ein bisschen wie beim Joggen, wenn man zu mehreren läuft, läuft man plötzlich weiter und schneller, wenn es mit anderen ist. Und auch das spielt da eine große Rolle, dass diese Einbettung stattfindet mit anderen, die zusammen ein Ziel verfolgen. Und wo wir halt jetzt da voneinander lernen, da kommen so viele Gedanken, diese Projekte von Alba, die schauen wir uns dann an. Und Henning Harnisch war vor kurzem eben auch bei uns bei so einer Opernführung, hat dann gesehen, wie wir nach einer Premiere uns selbst feiern. Und da haben sie so eine Bemerkung gemacht, dass man das ja, dass es dann auch wichtig ist, dass wenn was dann geschafft wird, dass man das auch festhält. Das sind dann so Ereignisse fürs Leben, ja, die dann da auch geschaffen werden und die wichtig sind. All diese Dinge, da können wir halt gegenseitig, wie man sozusagen auf die Kinder zugeht, wie man auch bei schwierigeren Fällen eben da keinen Halt macht, wie man sagt, dieser Sport, diese Kunstform ist für alle da und jeder kann was Tolles erleben, auch wenn er noch nicht viel davon weiß. Von diesem Gedanken, von dieser Zugänglichkeit müssen wir halt so viel wir nur irgendwie können vermitteln. Das muss ich auch nochmal sagen. Es ist halt so, wo wir den Puls, also die Zusammenarbeit halt perfekt funktionieren kann, ist halt, wenn wir das anbieten, was wir am besten können und eben nicht die Schulen ersetzen. Also das ist dann so ein Ort, das ist schon mal an sich nicht der Alltag, dass diese Kinder alle an diesen Ort kommen. Und jeder Schüler sollte auch mal hier gewesen sein und dass man etwas anbietet, was hier stattfindet. Dass man die dann auch die Plattform bietet, eine Plattform, die sie so einfach sonst nicht haben in den Musikschulen, eine Plattform, die auch eine internationale Ausstrahlung hat und dass sie dann vielleicht auch mit Akteuren zusammenkommen, die nicht alltäglich sind. Also auch mit Künstlern zusammenarbeiten oder mal mit einem Basketballspieler, der morgen in Tel Aviv ist und dann mal bei den Kindern auch greifbar ist. Also dass es diesen unmittelbaren Kontakt gibt. Da können halt wir als Institutionen etwas bieten und müssen diese Plattform halt auch wirklich, wirklich anbieten, ja, und damit umgehen. Was berührt Sie denn am meisten, wenn Sie in dem Hort der Gutzmann-Schule sind? Jeder, der an diesen Schulen tätig ist oder mit denen arbeitet, weiß, dass so die kleinsten Wege, die für andere Leute selbstverständlich sind, halt gar nicht selbstverständlich ist, dieser Weg raus aus dem Kiez. Und also das macht Spaß und auf der Grundlage, sich da einzubringen und mehr zu machen und auch mehr einzubauen, ohne dass eine Schule überfordert ist, weil das ist auch ein Risiko, ne? Man darf nicht zu viel gleichzeitig wollen. Allein die Staatsoper da jetzt reinzuholen, das ist nicht ohne. So, das muss man ja auch stemmen. Jetzt gab es ja diese OECD-Studie, die ja auch seit vielen Jahren die PISA-Tests, die Lernfortschritte von Schülern begleitet. Und die sagen jetzt, auch angesichts der Pandemie, seien diese Fächer doch relevant. Sport, Kunst, Musik etc. Was glauben Sie, werden die wichtiger? Also erstmal ist es natürlich zu begrüßen, also dass es erkannt wurde, dass diese Fächer eine Bedeutung haben. Ich sehe allerdings auch eine kleine Gefahr, wenn diese Fächer nämlich nur eine Bedeutung bekommen, um eben die sogenannten harten Fächer zu stärken. Also das wäre also zu stark nutzenorientiert und würde einfach die Künste, auch den Sport, als Mittel zum Zweck degradieren. Und das darf natürlich nicht passieren. Was wünschen Sie sich?
Ich wünsche mir eine flächendeckende Stärkung der Künste in den Schulen, in den Universitäten. Und ich wünsche mir, dass alle, die wollen, natürlich nicht zwingen, aber alle, die wollen, unterstützt werden, umfassend Zeit bekommen, Räume bekommen dafür. Schauen dürfen bei anderen, Kinderopernhaus, Gutzmannschule, sich zusammentun. Ja. Matthias Schulz? Also ich würde mir wünschen, dass wirklich jedes Kind die Chance bekommt und wenn sie nicht einfach so da ist, die Chance begleitet wird, eben ein Musikinstrument zu lernen und einen Sport zu machen. Nach seinen Fähigkeiten, da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten, aber dass einfach jedes Kind zu der Ausbildung dazu das ernst nimmt und auch über Schwierigkeiten hinweg beibehält. Henning Harnisch? Tja, eigentlich wünsche ich mir gar nichts, sondern finde, da ist sehr vieles gut angelegt, aber möchte die Zeit trotzdem nutzen. Also ob das jetzt Wedding ist, Gropiusstadt oder Marzahn ist auch im Haus. Es gibt so Lieblingsstadtteile, wo wir unsere Ideen umsetzen, wo wir ab der Kita da sauber reinarbeiten wollen. Das wollen wir miteinander stärken und ich glaube, wenn so viel Substanz da ist, ist es auch Verantwortung. Also Palermo muss schon was werden. Also das kann jetzt nicht einfach nur heute Abend so ein Gimmick sein. Und darüber sollten wir auch mit anderen Leuten streiten. Also wir sind nicht hart genug im Streiten um unsere Sachen. Astrid Sabine Busse, was ist Ihr Wunsch? Und Sie haben sie jetzt an der Hand. Und wo kommt das Geld her für all das, was wir uns wünschen? Da haben Sie ganz wichtige Dinge eben schon gesagt, Frau Gute. Aber was ich mir sowieso wünsche, weiter natürlich so engagierte Menschen, die auch sagen, eigentlich sind wir ein Sportverein, wir gehen aber in die Schulen und wir sind die berühmteste Oper der Hauptstadt und wir gehen in die Schulen. Und die Lehrerausbildung ist das ganz Wichtige und ich finde es gut, dass Sie den Fokus da auch drauf legen, eben auf Kunst. Das weiß ich ja, die Hirnforschung weiß es, die müssen wir jetzt nicht neu erfinden. Und auch kein Wettbewerb zwischen Pisa und Palermo, beides wunderschöne Städte. Und auch selbst in Palermo ist jetzt nicht so warm, aber man kann sich ein bisschen hinträumen. Ich wünsche mir ganz viele Lehrerinnen und Lehrer natürlich, die wir brauchen und versuchen jetzt an Bord zu bekommen. Denn ohne die und natürlich Erzieher und Erzieher geht es nicht. Und ich finde, es ist immer noch einer der schönsten Berufe, die man haben kann. Also ich finde das wunderbar, was Sie machen und Sie haben. Das Schöne ist, dass die Kinder das dankbarste Publikum sind, was man sich wünschen kann. Und die verstellen sich auch nicht und sagen irgendwas Nettes, wenn sie es gar nicht meinen. Und das hat mir immer so viel Freude gemacht, diese Ehrlichkeit und die Dankbarkeit. Und da kann ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie das so vielen Kindern ermöglichen. Vielen Dank Ihnen allen. Wie sind denn Ihre Erfahrungen damit und wie ist es, Alba seit 2 Jahren bei Ihnen an der Schule zu haben? Also Alba kenne ich schon viel länger als nur 2 Jahre an der Albert-Gutzmann-Grundschule. Alba ist seit 6 Jahren mit Herrn Hickett hier zusammen in dem Projekt Alba macht Schule bei uns an der Schule. Ich möchte auch mal den Schulleiter der Albert-Gutzmann-Schule vorstellen, nämlich den Herrn Meinecke, der auch ermöglicht hat, dass die Kinderoper bei uns an der Schule ist, also mit ganz eng dazugehört. Und ganz wichtig, die Kinderoper ist ein ganz tolles Projekt, das an unserer Schule wächst. Aber auch ganz wichtig, in dieser Kinderoper ist meine Erzieherin, Frau Sarah Elzholz, die jeden Montag mit die Kinderoper gestaltet. So, und jetzt die Frage, wie es ist mit Alba Berlin an der Albert-Gutzmann-Schule. Sehr sportlich, sehr bewegt. Wir haben sehr viele Sport-AGs natürlich, aber Kunst und Kultur spielt an unserer Schule im Ganztag. Und ich sehe es genauso wie Sie. Schule funktioniert nur ganzheitlich und im Ganztag. Also Vormittag und Nachmittag dürfen nicht voneinander losgelöst sein, sonst funktioniert es nicht. Ich bin auch dafür, dass es viel mehr Schulen in Berlin gibt, die sich auf den Weg machen, eine gebundene Ganztagsschule zu werden. Ich bin eine große Befürworterin davon, weil all diese tollen Sachen, die man machen kann, kann man in einer Schule mit einem gebundenen Ganztag noch viel, viel besser machen. Und Kinder sind dann einfach auch viel länger an Schule und können noch viel mehr gefördert werden. Und vor allen Dingen nicht nur eben im Unterricht, sondern auch im Freizeitbereich kann man, indem man Ressourcen fördert, Defizite ausgleichen. Kinder können über Musik und Sport
Erfolgserlebnisse erzielen, die sie sonst manchmal in Mathematik und Deutsch nicht so haben, die ganz wichtig sind für Kinder. Sie sind dann eben mal einfach die Besten, wenn sie in Musik einfach am besten das Lied gesungen haben, was Kinder unheimlich beflügeln, weiterzumachen. Genau, Alba zeigt an unserer Schule unendlich viel Engagement, rauszugehen, eben jetzt diese tolle Kooperation mit der Staatsoper. Genau, mit den staatlichen Museen arbeiten wir an der Schule schon länger zusammen. Ich gehe nicht nur gerne zum Basketball, ich gehe auch gerne ins Museum. Da gibt es tolle Workshops, kann ich jeder Lehrkraft, jedem Erzieher, jeder Erzieherin, jeder Direktorin nur empfehlen. Da gibt es auch nachmittags, kann man da tolle Workshops machen. Ansonsten, ja, habe ich alle Fragen so beantwortet. Vielen Dank, Frau Kutsch. Regina Lux-Hahn, Sie leiten das Kinderopernhaus. Sie haben es gegründet vor 12 Jahren in Lichtenberg. Sie sind jetzt über die ganze Stadt verteilt, kommen mit so vielen Kindern in Kontakt. Was ist für Sie das Schönste an dem, was Sie da erleben? Ja, das Schönste ist erstmal für mich, dass wir jetzt an 11 Grundschulen kreative Räume, geschützte kreative Räume ermöglichen, wo Kinder die heilende und auch die Wirkungsweise, die Bildung überspielen, Singen, Musik, Bewegung, Tanz, Sprache erfahren. Und das ist einfach wichtig, erstmal in der 3. Klasse anzufangen. Hier sind auch Schulleiterinnen unserer Schulen, wo wir AGs haben. Ich finde das auch sehr, sehr großartig, dass Sie heute hier sind. Wir haben Zeugnisse zu schreiben. Es gibt viele Gründe, hier nicht zu sein. Und da bin ich sehr dankbar. Wir sind ja seit 2014 an Schulen und wir haben noch keine Schule gewechselt. Das heißt, wir sind in einem Kontinuum. Kinder lernen, was bedeutet Bühne für mich? Erstmal guckt die ganze Klasse zu und die AG zu. Und am Ende des Schuljahres spielen wir in der Schule für unsere Mitschüler, für unsere Eltern. Aber die AG ist kein Projekt. Sie ist jede Woche das Kontinuum. Das heißt, wir machen nicht eine Erfahrung, sondern wir machen jede Woche die Erfahrung. Und wir bilden, wir sind ein Ensemble. Und wir am Schluss gehört der ganze Applaus uns gemeinsam. Ja, ich bin Karin Korte, die Stadträtin für Bildung, Schule, Kultur und Sport in Neukölln. Und alleine in der Bezeichnung meines Geschäftsbereichs, Bildung, Schule, Kultur und Sport, da steckt alles drin. Und ich muss sagen, ich für mich habe unheimlich Freude daran, diese Bereiche miteinander zu verbinden. Also, ich komme aus dem Kulturbereich, hatte von Schule nur die Ahnung, dass ich selber in der Schule war und Kinder habe, die in die Schule gegangen sind. Sport war für mich nix. Habe ich kein Interesse dran gehabt. Ich habe viel an Kultur, hat meine ganze Zeit ausgefüllt, Sport eigentlich nicht. Seitdem ich Sportstadträtin bin, habe ich Menschen kennengelernt, die so eine tolle Arbeit machen in ihren Vereinen, die so wichtig sind und wo es so viele Parallelen gibt zur Kultur, das haben wir eben auch schon gesagt, die Struktur schaffen, die Lust schaffen, etwas zu tun, die auch Selbstwertgefühl geben den Kindern und dass sie mal was ausprobieren, was tun. Und was ich mitgeben möchte heute ist, also ich habe ja hier auch eine starke Mannschaft mitgebracht, hier Gropiusstadt, die starken Akteure sind ja heute alle da und wir haben ja schon viele, viele Jahre gute Erfahrungen auch mit Alba in der Gropiusstadt, die uns das ja auch gelehrt haben, Kontakte hinzukriegen zwischen den Institutionen und da auch zusammenzuarbeiten. Also ich möchte Ihnen nur sagen und auch plädieren, dass man auch sich mal anschauen muss, auch als Schule, als Verein, das zu nutzen, was schon alles da ist in einem Stadtteil, in einem Gebiet. Oftmals arbeitet jeder nur für sich alleine. Und dabei ist doch schon möglicherweise die Musikschule da unterwegs. Da gibt es den Sportverein. Da gibt es die Volkshochschule, die auch tolle Angebote für Kinder macht, Talentcampus und was weiß ich alles. Und wenn man da mal drauf guckt und auch den Blick in den Stadtteil, es ist ja nicht so, dass die Kinderoper immer und überall hinkommen kann. Es ist auch nicht so, dass die tollen Education-Projekte der Philharmoniker überall hinkommen. Ich meine, in der Gropiusstadt waren die alle schon, bis auf die Kinderoper. Aber das kommt ja vielleicht noch.
dass man guckt, was ist da, was macht die Musikschule da, wie kommen wir zusammen, können wir der Musikschule nicht jetzt im gebundenen Ganztag schon früher Zeiten geben, wie können wir zusammenarbeiten. Ich finde, es ist total viel möglich und das ist mein Plädoyer jetzt. Alle sollen noch mal gucken, wer ist hier eigentlich noch alles um mich herum und was können wir zusammen machen. Dann danke ich Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Danke für all Ihre Anregungen, die wir alle mitnehmen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Abend. Bleiben Sie gesund. Schöne Winterferien dann hoffentlich ab Freitag. Und einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank Ihnen allen. Dankeschön.